Also wir fahren heute einen Aufzug. Ja, wir sind heute unterwegs noch dazu. Marrasho, Marrasho. Das Standardeis darf nicht fehlen. Ja! Ich spende 1 Cent für das Wohl. Mit diesem Geld finanziert Olaf Scholz unsere Autobahnen. Und diese Familien bezahlen das. Die Fotos machen. So. Der Hut, der ist gut. Ziehst du den an? Ich bin bereit fürs Foto. Du musst den Monitor berühren. Muss ich wissen. MacArthur Glenn hat das finanziert mit den Geldern, die unten eingeworfen werden. Jetzt kann Olaf Scholz keine neuen Autobahnen mehr bauen. Olaf Scholz. Olaf Scholz. Lagerfeld. Ja, und seitdem er den Spruch rausgehauen hat, dass ich mit Jogginghose mein Leben versagt habe, trage ich die auch einfach nicht mehr, weil der Typ, der hat mich inspiriert, in Aktien zu investieren. Ja, ich hab genug investiert, jetzt geht's mir gut. Also das ist Milchblatt-Pinguin. Seitdem ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich eigentlich gemerkt, wie schlecht SOS-Affenalarm ist, und ja, dieser Pinguin hat mich weit inspiriert in meinem Leben. Bei Keep habe ich investiert und bin jetzt reich. Hier gibt es originale Crocs für Marius. Wer war dran? Ich hab's vergessen. Anna. Also das hier ist der Designer-Outlet gewesen, ich habe drin nicht so viel gefilmt, aber heute, hier war auch irgendwie nichts Krasses, so bin ich ehrlich. Normalerweise hier Outlet in Off-Trip ist ganz gut, aber heute, irgendwie, da war nichts Cooles, so wisst ihr. Ja, Statement zu Sachen. Ey Junge, guck mal, ich dreh dich, ich habe PvP oder so angemacht. Statement zur Sachlage. Ja. Also wir haben jetzt irgendeine Frucht vom Baum gerissen. Das ist eine Solanum Viarum. Die ist wahrscheinlich giftig, aber nicht zu 100%. Ja, ich will, dass ihr halt dazulernt. Und das, Leute, ist eine europäische Eibe. Das ist wohl auch die älteste und schattenverträglichste Baumart Europas. Und sie kann ein sehr hohes Alter erreichen. Ob man die essen kann, denken wir auch nicht. Woher weißt du das? Gegoogelt. Und das hier, wir haben nachgegoogelt, sind angeblich Hagebutten. Also bin mir nicht ganz sicher, aber... Meine Mutter isst die immer auf der Straße, wenn sie die sieht. Nicht diese Hagebutten, sondern diese, die man kennt, die so ein bisschen aussehen wie Zylinder, nicht diese runden so. Ja, ich werde mal meine Mutter zu Hause fragen. Hi, komm wieder Rindfood zu essen. Falls ihr mal in Ochtrup seid, übelst sympathischer Typ, Larinfood, das Essen ist auch sehr gut. Döner, Pizza, die haben ja eigentlich alles. Der Laden von innen ist auch echt gut und so, kann man echt entspannt sitzen. Also ich mache Werbung aus Herzen, der Typ war ein wirklich sehr, sehr netter Mann. War wirklich sehr, sehr gut. Schönen Tag Ihnen noch. Tschüss. Komm vorbei, Eis essen, der beste Eisdiele in Ochtrup-Lanino, ne? Bis später. Also hier ist die Eisdiele, die ist wirklich sehr gut, auch sehr günstig, 1,20. Hier kann man gut Eis essen, ja, ihr könnt jederzeit vorbeikommen, auch Ochtrup. Also der Dönerladen und die Eisverkäufer sehr sympathisch. Der Dönermann sehr, 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 sehr sympathisch. Aber der Eisverkäufer auch sehr, sehr sympathisch. Hier Eis, der Döner war sehr lecker, wirklich. Wenn ihr in Ochtrup seid, besucht die Eisdiele, die ist sehr naheliegend am Hauptbahnhof, und der Dönerladen auch. Also hier ist die Eisdiele, die ist wirklich sehr gut, auch sehr günstig, 1,20. Hier kann man gut Eis essen, ja, ihr könnt jederzeit vorbeikommen, auch Ochtrup. Also der Dönerladen und die Eisverkäufer sehr sympathisch. Der Dönermann sehr, 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 sehr sympathisch. Aber der Eisverkäufer auch sehr, sehr sympathisch. Hier Eis, der Döner war sehr lecker, wirklich. Wenn ihr in Ochtrup seid, besucht die Eisdiele, die ist sehr naheliegend am Hauptbahnhof, und der Dönerladen auch.
Also wir waren heute noch drauf und es war eigentlich ganz gut. Und wenn ihr da seid, geht da Döner essen und unbedingt das Eis. Also das ist echt empfehlenswert. Der Dönermann war richtig nett und das Eis, das war auch richtig nett. Nein, der Eismann war echt nett. Also das war, Eis war auch echt lecker. Geht nicht. Das Eis war auch echt lecker. Um 1,20 die Kugel und der Döner. Der Mann wollte uns kostenlos geben, wir haben ihm trotzdem Geld gegeben. Aber ich glaube, da sind die Preise auch nicht so teuer. Richtig nette Leute. Aufdruck, den Dönerladen unbedingt besuchen. Und auch die Eisdiele. Sehr, sehr lecker beides.